Für die Damen des TC Blau-Weiß geht eine turbulente Saison in der zweiten Bundesliga zu Ende. Und auch das letzte Heimspiel findet leider nicht das Ende, das sich die Mannschaft erwünscht hat. Gegen die Damen des HG Nürnberg steht es zum Schluss 1:1. Ganz schön, das fühlt sich eher wie eine Niederlage an. Ich muss zwar sagen, dass eher eins unserer schwächeren Spiele war. Ich habe auch gehofft, dass wir zu Hause stärker spielen. War erstaunt, dass wir dann so gut mit dem 1:0 vorausgegangen sind und ja, muss das jetzt erstmal verdauen. Die Partie selbst, möglicherweise ein Abbild der gesamten Saison. Der Anfang ist schwer, die Erfolgserlebnisse rar, doch dann der Lichtblick. Wie der erste Sieg in der Rückrunde, nun das erste Tor der Partie in der 43. Minute durch Leonie Bösser. Nun heißt es sich wacker halten, immerhin ist man froh darüber, überhaupt wieder spielen zu dürfen. Im Endeffekt freue ich mich sehr, dass wir die Rückrunde spielen konnten, weil wir schon früh angefangen haben zu trainieren und das auch immer ja, die Belohnung für das harte Training ist und die vielen Trainingswochen, die man hat. Äußerst unglücklich daher das Tor im letzten Viertel von Nora Weigand aus dieser Ecke heraus. Für die Nürnbergerinnen ist es aufgrund der in Bayern geltenden Corona-Regeln wieder das erste Spiel nach einigen Wochen. Etwas, das den Berlinerinnen zum Glück erspart geblieben ist. Wir waren positiv überrascht, dass es keinen getroffen hat, weil die Wahrscheinlichkeit, man natürlich auch, dass das relativ hoch ist. Und deswegen gehen wir einfach frohen Mutes voran und haben Bock, die Saison gut zu spielen und die Liga zu halten ab Januar. Wie auch für die Herren von Blau-Weiß geht es für sie Anfang 2021 in die Playdowns, die eigens für diese Saison eingeführt wurden. Bis dahin bleibt ein Unentschieden, der 7. Rang in der Tabelle und die Hoffnung, dass nach dieser turbulenten Saison etwas Ruhe einkehrt.